Ich möchte euch recht herzlich begrüßen zur Session, wie man seine Extension auf Joomla 4 portiert oder mal vorbereitet. Mein Name ist Alan Moritz, ich bin aus der Schweiz. Ich mache schon Joomla Extensions seit 2007, bin aktuell in der Joomla 4 Working Group und habe den Teamlead vom Media Manager vom neuen und machte dieses Jahr auch das erste Mal Google Summer of Code Mentor. Die Agenda von heute, ist eine technische Präsentation, die der Entwickler anspricht. Also ich werde nicht irgendwelche neuen Features von Joomla 4 präsentieren. Das war gestern. Ich werde zuerst etwas über Namespaces im Generellen sagen, dann wirklich nur kurz Dependency Injection ansprechen. Dann die größte Änderung ist der MVC-Layer, was die Extension-Entwickler anspricht. Den werde ich erklären, was wir da gemacht haben, und dann noch, was für andere Sachen auf die Komponente zukommen wird. Dann, was es in Modulen Veränderungen gibt, Plugins, und dann sicher ein heißes Thema, die ganze Backwards Compatibility und auch Forwards Compatibility. Und dann am Schluss noch eine Fragerunde. Namespaces in PHP ist relativ neu. Es gibt es erst seit etwa 8 Jahren. Darum wird es langsam Zeit, dass man Joomla auf Namespaces portiert. Es erlaubt einem, die Klassen schöner zu organisieren. Es ist ein Konstrukt, das es in anderen Programmiersprachen, vor allem objektorientierten Programmiersprachen, von Anfang an schon gegeben hat. Es erfordert dann nicht mehr, dass man in seinem Code manuell Files includen muss oder requiren, sondern man kann eigentlich wirklich nur die Klasse benutzen, aufrufen, und der Classloader lädt dann die Klasse. Wie gesagt, wir können da einfachere Klassennamen geben, die dann besser unterscheiden werden können. Zum Beispiel haben wir das Content Model Articles in Joomla 3. Das wird in Joomla 4 mit dem Namespace vorne dran haben und dann nur noch Articles Model heißen. JLoader, den wir in Joomla drin haben, der kann für die Extension, wenn die ein gewisses Schema hat, am Namespace, zuerst Vendor, dann für Komponenten Component, dann den Komponentenname und dann, ob es im Administratorbereich oder im Sitebereich ist, kann der das automatisch aufschlüsseln. Also man muss da nicht noch irgendetwas auf dem JLoader registrieren. Das erleichtert auch wiederum soll ich sagen, den Code in der Extension, und es erlaubt, dass wirklich nur da oder diese Namespaces geladen werden, die zu einer Extension gehören, die von Klassen, wo auch gebraucht werden. Ist so ein quasi ein Lazy Loading Prinzip. Ein Seiteneffekt davon ist, dass wir gleiche Klassen mit dem gleichen Klassennamen haben können, der im Administratorbereich ist und im Sitebereich. Wir haben in 3.8 den Core, also die Libraries, genamespaced. Die sind jetzt neu im Order Library Source. Die Komponenten selber oder die Extensions in Joomla 4, die werden wir erst in Joomla 4 oder haben wir erst in Joomla 4 genamespaced. 3er-Version bleiben die Komponenten noch gleich. So sieht das Ganze aus. Man deklariert in seinem PHP-File zuoberst den Namespace und dann den Klassennamen, wie man es sich gewohnt ist. Es gibt noch ein New-Statement, dass man eigentlich im Code selber nicht den ganzen Namespace immer schreiben muss, sondern dass man da dann wirklich auch nur den Shorthand-Klassennamen aufrufen kann. Ist das soweit klar? Weil Namespace ist ein wichtiges Konstrukt, dann, das ihr braucht. Eine Frage: Namespace steht vor defined.exec oder ist das gewollt oder ist es einfach so? Nein, das ist von PHP selber ist das so erforderlich. Der Namespace muss als erste
Zeile Code oder als erste Codezeile muss der deklariert werden. Man kann vorher Kommentare schreiben, aber wenn man etwas in den Namespace hat, muss das vorhin kommen. Die Import Statements oder die Use Statements, die kann man sogar in Funktionen oder so reinschreiben, das ist dann egal. Aber der Namespace, der muss als erste Zeile deklariert werden. Ja? Diese List Model findet man in diese Use Statement? Ja. Das, ich kann dann nachher noch ein bisschen im Code rumbrowsen und dann können wir das, dann sehen wir, wie so eine Klasse dann aussieht. Dependency Injection, es tönt kompliziert, es ist eigentlich kein Voodoo. Alles, was gemacht wird, ist, man übergibt die Klasse im Constructor oder über eine Setter-Funktion und man kann dann eigentlich mit Instanzen arbeiten. Es ist dann, man macht dann wie so außerhalb, deklariert man die Umgebung für die Klasse, die man aufruft. Es wird da sehr viel mit Interfaces gearbeitet und es erlaubt besseres Unit-Testing. Zum Beispiel werden wir nachher dann sehen, wir haben den Dispatcher und werden in den Dispatcher werden wir die Applikation und das Input-Objekt injecten. Und das wird dann weitergereicht an den MVC-Layer. Wenn jemand ein Beispiel sehen will, wie wir die Änderungen Schritt für Schritt in Joomla 4 machen, ich habe da einen Pull-Request gemacht, wo die MVC-Factory eigentlich injected wird in den MVC-Layer, oder nicht die MVC-Factory, es ist die Form-Factory, die wird dann injected in das MVC-Layer und im Form-Model wird dann nicht mehr JFormGetInstance aufgerufen, sondern es wird die injected Instanz von der FormFactory gebraucht. Genau. Das ist so ein Prinzip, das wir anfangen in Joomla reinzubringen. Gut, der MVC-Layer. Was wir bis jetzt in Komponenten benutzen, oder was ich sage mal, wahrscheinlich 99% aller Komponenten, ist der Legacy Layer. Der wird der Standard Layer in Joomla 4. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einen neuen MVC Layer oder neue MVC Libraries in Joomla 4 reinbringen. Ist eigentlich, was vorher Legacy war, wird jetzt der Standard in Joomla 4. Was wir auch machen werden, ist, dass wir den neuen Legacy Layer, oder was bis jetzt das New MVC war, dass wir das sicher deprecaten, vielleicht sogar entfernen in Joomla 4 und auch FOF wird entfernt und somit wird es dann nur einen MVC Layer geben, den wir dann in Joomla für Komponenten gebrauchen werden. Bis jetzt war das immer ein bisschen, es gab jetzt drei Wege und wir wollten das eigentlich vereinheitlichen. Als Beispiel galt jetzt in der 3er-Version com.config, das war mit dem neuen MVC gemacht. Eve dort hinten hat die ganze com.config umgeschrieben und quasi auf den Standard-MVC-Layer konvertiert. Entschuldigung? Ja? Heißt das dann, zu Joomla 4 müssen wir quasi alle Extensions umgestellt haben? Nein, ich 3.9 quasi noch mit der Compatibility läuft, aber 4, wenn wir upgraden wollen auf 4, geht es nur noch, wenn alle Extensions umgestellt sind. Ich werde da dann im Backwards Compatibility Teil werde ich da noch genauer drauf reingehen. Grundsätzlich nein. die größte Änderung, gehört eigentlich gar nicht zum MVC Layer, ist dass in Komponenten, dass wir in Joomla 4 Bootstrap 4 benutzen für die Layout-Files, vor allem im Backend. Das mit Vorsicht genießen, weil das sind noch ein paar Bestrebungen da, dass man das ganz rausnimmt. Ja, es können da, im Moment ist Bootstrap 4 im Backend gebraucht und dann müssten wir als Extension-Entwickler müssen das auf Bootstrap 4 noch konvertieren. Auch eine weitere Änderung ist, dass JModel Legacy Get Instance oder JTable Get Instance oder JController Get Instance, das wird alles deprecated. Das sollte man nicht mehr verwenden. Meine Haltung da ist, dass man die Models direkt benutzen soll.
Wir sind uns im Team jedoch noch nicht ganz einig, ob man das auch so etwas wie über eine Factory dann überschreiben kann. Es geht halt auch wieder über die Überschreibbarkeit, dass man sein eigenes Model eigentlich als Articles Model deklarieren kann. Da sind wir uns noch nicht so einig. Was es gibt, ist, es gibt neu eine MVC Factory. Ja, Benny? Eine Frage zu diesem Get Instance. Wie wird dann das gelöst, wenn ich Models, mein Model an mehreren Stellen mit dem State, das das Model hat, verwenden will? Wenn ich an mehreren Stellen das gleiche Modell. Ich könnte jetzt mit Get, okay, das war nicht ganz korrekt, aber theoretisch mit Instanzen kann ich ja die Instanz irgendwie befüllen an einer Stelle und an der anderen Stelle kriege ich den Status, der immer noch so ist, wieder. Hm. Frage ist, willst du das? Wenn du Simulator willst, dann willst du das. Ja, dann. Du bist ja selber ein Wrapper. Genau. Ja. Ich weiß, ich bin dann auch kein Anliegen. Ja, das, also da wird es sicher noch Änderungen geben. Was es mal gibt, ist eine Factory, dass eigentlich das im Controller und im Modell, dass da die Instanzen von Tabellen und Models nicht selber erstellt werden. Das ist so quasi die Ablösung dann auf GetInstance. Halt auch wieder injected, dass da besser getestet werden kann und dass man mit Interfaces arbeiten kann. Zum Beispiel ist da jetzt ein Anwendungsfall, wir übergeben ein Interface und benutzen in den nicht genamespaced Extensions benutzen wir so eine sogenannte Legacy Factory, die im Hintergrund JModel Get Instance benutzt. Für die genamespaced benutzen wir eine Factory, die mit Namespaces arbeitet. Wir kennen alle JController Legacy, Model Legacy, View Legacy. Diese Klassen sind neu, jetzt ab 3.8 sind die, haben wir die umbenannt, in Namespaces verschoben. Und hier seht ihr noch die Auflistung. Auch Table, Plugin sind so die wichtigsten Änderungen, die in diesen Bereich gehören. Man kann immer noch im Code JModel Legacy benutzen. Das ist über Class-Aliases wurde das gelöst. Aber die neuen Klassen sind alle genamespaced. Sind soweit Fragen? Benjamin? Ich weiß nicht, ob es dazu passt, aber zum Beispiel ein Installer-Adapter, den konnten wir früher in den Ordner reinwerfen, CMS-Ordner, und halt, dann wurde es genutzt. Muss ich dann das dann umschreiben oder werden die alten Ordnerstrukturen noch kontrolliert? Ich glaube, beim Installer-Adapter müsstest du den in den genamespaced Ordner kopieren. Aber das ist ja eigentlich dann im Core drin und dann solltest du da. Ein Installer zum Beispiel. Das ist ja recht schwer, Installer, Eigeninstaller, Skripte reinzubekommen. Ja, jetzt könntest du das über. Er braucht ja eigentlich eine Klasse, die wird, kann jetzt ja automatisch geladen werden. Da müsste man einfach mit dem System-Plugin die Klasse vorhin laden und dann hätte er sie zur Verfügung. Was sich geändert hat, ist die Struktur. Eine Konvention in PHP ist das mit Namespaces, dass immer, dass man Camel Case benutzt und der erste Buchstabe auch groß geschrieben wird. Also man sieht hier alle Ordner, weiß nicht, kann man es von hinten lesen. Alle Ordner, die im Großbuchstaben anfangen, das sind Klassen. Also da in diesen Ordnern sind Klassen untergebracht. Also der Controller-Ordner ist, was in Joomla 3 der Controllers-Ordner ist. Helper, Model, Table. Was wir auch noch gemacht haben, ist für die View extra ein Ordner. Und wir haben beim Design haben wir darauf geachtet, dass eigentlich der Klassenpfad nicht mehr vermischt wird mit Dateien, die eigentlich nichts mit PHP-Klassen zu tun haben. Also wir haben Forms rausgenommen und die Tempo-Files vor allem, das sind so Sachen, weil eigentlich man sollte keine Config-Files oder Layout- oder Template-Files in einem Class-Pfad haben. Man kann es noch weiter
abstrahieren. Ich wäre noch einen Schritt weiter gegangen, dass wir alle Klassen in Source Subfolder haben, dass so eigentlich eine Komponente mehr oder weniger das Layout hat, wie man es so in GitHub oder so sieht, dass du einen Source-Ordner hast mit allen Klassen drin, kannst einen Tests, einen Vendor-Ordner haben, was auch immer, es wird dann alles, man weiß einfach, dass der Root-Ordner nicht im Class-Pfad ist. PR wurde nicht akzeptiert, ja, jetzt haben wir diesen Setup, ich denke, ist der richtige Schritt, dass man wirklich da die PHP-Klassen mit den Config-Files auseinander nimmt. Es gibt eine Klasse, die nicht genamespaced wird, das ist der Dispatcher. Bis jetzt haben wir da immer das content.php-File gehabt. Das war einfach ein plain, wir nannten das Single-Entry-File. Das war ein plain File, wo man JController ein paar ACL-Checks gehabt hat und dann eigentlich JController-getInstance, execute macht und dann irgendwie noch ein Redirect oder so etwas. Das wird jetzt alles in den Dispatcher verschoben. Das ist eine Klasse, da wird die Applikation und das Input-Objekt wird da injected. Wir erstellen eine Instanz vom Dispatcher und lassen dann den laufen. Es gibt auch die Dispatcher-Klasse in den Libraries drin und die nimmt eigentlich 90% der Arbeit ab. Ich kann da mal schnell so einen Dispatcher öffnen. Den wir da haben. Und so, das so sieht eigentlich jetzt das Dispatcher-File aus. Vorher war es das Content-File mit den ACL-Checks, das jeder Extension-Entwickler schreiben musste. Jetzt, wenn man eigentlich Standard-File hat, muss man nur noch so ein Dispatcher-File schreiben. Dispatcher lädt dann die Sprachen, macht die ACL-Checks, lädt den Task, instanziert den Controller und führt dann auch den Controller aus. Warum muss ich den überhaupt noch schreiben? Da ist doch nichts drin. Ja, den Namespace. Kann man nicht kalkulieren. Ja, das Problem ist eben wegen dem Vendor nicht, nein. Aber das kann man nicht der Bilder machen. Ja, also vielleicht werden wir da noch was geben. Das ist auch die Classloader-Sache, da kann es sein, dass es noch Änderungen geben wird. Das. Ja? Ja. I see helper and helpers. If you go to a backend component, you always have the menu on the left. You do it in a class in a helper file. Will it be in the helper folder? But what will be in the helpers? Or when you use helpers, the view helpers. I presume. What? The view helpers, right? Yeah, not only view helpers, we have these categories helper, we have quite a lot of helpers. They are not really done now, because at the moment mostly the code is like that. It magically creates a class name and then it creates an instance of that and checks if it has a certain function, for example the submenu. The correct way would be that it should not be done like that. It's kind of like you can register a service somewhere and then just look for that service. But yeah, we're not really sure how we want to handle it. I guess we need to see that on a case-per-case basis. That's why we have the helper classes namespace. You can use that, but classes which are... Jetzt bin ich da... Ah ja. Auf Englisch wieder geswitcht. Aber ja. Classes. Yeah, it's. Yeah. No, it's okay. Yeah, even like the one with a lowercase, that's the stuff we didn't find a proper solution till now. There is approaches like a boot function in an extension, stuff like that. Yeah. Another question? What if you use Composer and you want to have external libraries with Composer in your own project? Would you create just a Fedora folder for it? Would that be the right thing to do for a component? Yeah, you can have a vendor folder there. The issue
that reveals an issue that now you have in your component is managed by, or the same class path is managed by two different class loaders. That's why I suggested to move the classes into the source folder. That composer is managing the vendor folder, and the JLoader, which is the Joomla class loader, is managing the source folder. But yeah, there's a big history in the pull request about comment. Seid ihr beim Einzahl, beziehungsweise zu Einzahl gegangen, um diese Konflikt zwischen großen Helpers und kleinen Helpers zu vermeiden? Oder das ist anstatt Controllers, dass ihr Controller, also anstatt Fields, also war das eine bewusste Entscheidung, nur um diesen Konflikt bei Helpers zu vermeiden? Oder hat das eine besondere Hintergrund? Das ist eigentlich so Standard, dass man eigentlich Einzelfall nimmt und nicht mehr Mehrzahl, wenn man namespaced. Gut, was auch noch ein bisschen so in der Schwebe ist, ist wie man es in JHTML, da gibt es so die Services, die man registrieren kann, eben seine HTML-Helper-Funktion oder Klassen. Da sind wir uns auch noch nicht so einig, wie das vonstatten gehen soll. Es geht alles so in die gleiche Richtung. Es braucht so eine gewisse, irgendwie so wie eine Boot-Funktion. Und das haben wir noch nicht gemacht und auch nicht groß Hirnschmalz reingesteckt, wie wir das machen wollen. Schreibt irgendjemand schon den Association-Helper um? Wie? Schreibt irgendjemand schon den Association-Helper um? Nein. Wir dachten, das macht dann der Associations gemacht hat. Ich habe gerade gefragt. Ich frage gerade, ob ich das machen muss. Jetzt schon. Genau. Ja. Wir kannst dich mal mit Michael auseinandersetzen, wie das. Mit Michael. Er ist da so ein bisschen, hat so Ideen und wie man mit diesen Helpern umgehen kann. Ja, das könnte er. Gut, eben wie schon erwähnt, der Dispatcher. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht mehr groß oder viele Worte dazu verlieren. Wir haben den angeschaut. Der hat eigentlich eine Funktion, dass er die Komponente ausführt. Noch eine weitere Änderung ist in Forms, da haben wir ja den Field Path, wo wir, wenn wir ein extra spezielles Feld gebrauchen, dass wir das dann in dem Field Path drin irgendwie ein Lookup gemacht wird, wo eine Klasse zusammengebastelt wird und instanziert wird. Und das ist jetzt eigentlich, haben wir mit, man kann seine Felder namespacen, dann kann man den Pfad angeben, wo wir die Klassen dann suchen sollen, die für die Felder dann gelten. Es ist dann auch wieder so ein Schema. Der Typ des Feldes ist der erste Buchstabe uppercase mit dem Suffix field und gut ist. Wurde hauptsächlich so gemacht wegen Backwards Compatibility. Das bedeutet, dass man einfach nur ein neues Prefix hinzufügen kann und dann kann man die gleiche XML-Datei in Joomla 4 und Joomla 3 gebrauchen. An einem Ort sucht es dann im addFieldPath und im anderen dann mit dem addFieldPrefix. Module. Das bleibt nach wie vor ein Single-Entry-File, das das ganze Modul managt. Es gibt auch da Namespacing. Zum Beispiel viele Module haben Helper-Klassen. Die sind dann in über einen Namespace aufrufbar. Man muss dann kein Require oder Include mehr schreiben. Wir haben alle Module im Core genamespaced. Also wenn jemand da irgendwie ein Beispiel sehen will, kann er da die Module im Core anschauen, im Joomla 4 Branch. Es gibt auch Module für Administrator und Zeit. Das ist so das gleiche Schema wie für Komponenten. Plugins, die Robert? Eine Frage noch zum Modul. Seid ihr da aus diesem Global Variable Space rausgekommen, also aus dem Scope raus? Du kannst ja in einem Modul, wenn ich zwei Modulen eine Variable habe, die heißt
Horst. Mhm. Kann ich dir in dem anderen Modul überschreiben? Ja. Nein, bis jetzt noch nicht. Okay. Nein. George hat das mal erwähnt, aber bis jetzt wurde da nichts mehr groß gemacht. Ja, glaube ich, ich habe mal Vormittag mit vorbereitet. Okay. Wird nicht das Modul genehmigt? Nein, das Modul nicht. Ist ja eigentlich nur eine Datei, die ausgeführt wird. Wieder. Ja, aber das würde sein. Ja, aber da bräuchte es eine Klasse. Ja. Ja, okay, gut, stimmt. Ja. Ja, so wie beim Dispatcher würde das dann wissen wir. Bei Plugins ist dasselbe, wenn man zusätzliche Klassen benutzt, kann man da auch die in Namespace dann schmeißen und der ist auch wieder wird so aufgebaut, wenn der Plugin und dann den Typ des Plugins und der Plugin-Name. Eigentlich keine. Und sonst bleibt das Plugin mehr oder weniger eigentlich gleich. Gut, das spannendste Kapitel wahrscheinlich heute, die Backwards Compatibility und Forward Compatibility. Ich weiß nicht, wie man das korrekt auf Deutsch ausspricht. Das, jedenfalls das Ziel ist, dass man Joomla 3 Extension in Joomla 4 laufen lassen kann und bis zu einem gewissen Maß dann Joomla 4 Extension in 3.9. Es wird wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen gehen mit 3.8. Wir haben da ja einen ersten Compatibility Layer reingebracht, der quasi eigentlich die Core Libraries mal namespaced. 3.9 wird dann Feature Backport sein, wo wir Features, die in Joomla 4 eine Standardkomponente oder eine Standard Extension benutzt, in Joomla 3.9 auch benutzen kann. Es ist das Ziel, dass Joomla 3 Extension während der ganzen Laufzeit oder der Lebensspanne von Joomla 4 dann auch lauffähig sind. Also von dem her haben wir nicht irgendwie geplant, dass man dann irgendwie ab 4.5 oder weiß auch nicht, dass dann Joomla 3 Extension nicht mehr laufen soll. Und das ist wirklich ein, weil mittlerweile ist das Ökosystem, die Joomla 3 Codebase schon so etabliert, dass es wirklich einen harten Compatibility Break wäre, wenn man das schon in 4 würde abschalten. Darum haben wir uns entschieden, das Ganze wirklich über die ganze 4 Laufzeit am Leben zu erhalten. Alle alten Klassen, wie man JForm, JHTML, JFactory, JVersion, all diese Klassen existieren nicht mehr, aber es gibt ein Alias dazu, das ist eigentlich grundsätzlich der Compatibility Layer, den wir in 3.8 reingebracht haben. Das ist ein Class Map File, das mehr oder weniger das Mapping macht von der alten Klasse zur neuen Klasse. Also zum Beispiel hier sieht man, kann man es sehen? Hinten? Ja. Schwierig. Ja. Wir haben hier zum Beispiel JObject, das wird gemappt auf Joomla CMS Object, CMS Object. Das ist so das Mapping, das wir haben. Hinten an sieht man dann, in welcher Version es abgestellt wird. Und das bedeutet, dass eigentlich, dass man während der ganzen Joomla 4 Laufzeit, dass man JObject benutzen kann. Also JModel Legacy, JController Legacy, all diese Klassen, die werden bestehen in Joomla 4. Das ist eigentlich so der Compatibility Layer, den wir da in 3.8 mal reingebracht haben. Ich sehe, du hast ist Factory auch dabei? Was? Ist JFactory auch mit dabei? Ja. Okay, dann ist er wirklich komplett abgedeckt, ne? Ja, also wir haben eigentlich jede Klasse. Komplett kompatibel, ne? Aha. Es wurde jede Klasse angefasst und konvertiert nach Namespaces. Und ja, wirklich für jeden einen Eintrag gemacht, das ist irgendwie diese Classmap-Datei ist irgendwie 500 Zeilen groß oder so. Ist die Classmap quasi das Einzige, was wir dort machen, oder haben wir irgendwas, was Performance wahrscheinlich runterweist? Das Performance? Ja, einfach von Ladezeiten und Co., weil immer wenn ich höre, okay, da gibt es ein neues Layer, dann kann das ja auch durchaus auf die Performance von der gesamten Seite gehen. Deswegen frage ich gerade, Classloading ist jetzt nicht das Problem. Ja, aha. Das jetzt. Ist das Einzige, okay. Ist das okay. Ja. Aber wenn ihr jetzt quasi ein Mega-Framework dazwischen gebaut habt,
würde das ja durchaus bedeuten, hey, vielleicht brauche ich jetzt 200 Millisekunden mehr. Das ist für einige Seiten halt SEO-technisch schon interessant. Ja, nein, es ist wirklich, das ist der Compatibility Layer. Also es wird eigentlich so codeseitig, wir haben da keine großen Änderungen oder so etwas gemacht. Das ist wirklich im PHP-Version rauf und Namespaces rein und so. Aber an Funktionalität ist eigentlich nicht groß geändert worden. Okay. Was wir machen, ist, dass wir wirklich deprecated Klassen rausschmeißen. Also J-Error und J-Exception und all diese Sachen, die irgendwie seit Joomla 1.7 deprecated sind. Solche Sachen werden... Die neue Komponente da reinkommen. Ja, vielleicht mal, ja. Ich hoffe es nicht. Solche Sachen kommen raus. Auch irgendwie eine große Änderung ist das Plugin-System. Die Events, die da abgefeuert werden. Das ist wirklich eine Änderung. Ich habe mal meine Extension DP-Kalender habe ich mal auf Joomla 4 installiert und dann geschaut, ob es da noch läuft. Und eigentlich die größten Änderungen musste ich machen. J-Event Dispatcher get instance durch Factory get oder J-Factory get Application Trigger Event ersetzen. Und der Rest ist wirklich eigentlich so mehr oder weniger backwards compatible. Also läuft so, wie es in 3 ist. Schon umbauen, weil ab der 5 ist ein Schluss. Was? Ab der 5 ist ein Schluss, also heißt die 5.0, dann das ist ab 5. Ja wir haben es mal. Wir haben es da mal als deprecated markiert. Es gibt auch andere Klassen, die in seit 1.7 deprecated sind. Wir werden dann sehen, das wird sicher nochmals eine Diskussionsrunde geben, wenn dann Joomla 5 am Entstehen ist, was wir jetzt genau mit diesem Legacy Layer dann machen werden. Etwas, das sich auch noch ändern wird, ist, dass wir viel mehr Richtung Services gehen. Dass eben so diese Class-Overriding-Sachen eigentlich weniger gebraucht werden. Wir hatten am Morgen-Talk, wo jemand etwas gefragt hat wegen Class-Overloading und so. Und das sollte eigentlich dann, von dem wollen wir ein bisschen wegkommen. Also es wird immer noch in JLoader unterstützt, aber ja, man sollte es wirklich nur in Ausnahmefällen benutzen. Ich habe mal einen Test gemacht, mal Weblinks genommen, die 3er-Version und die in Joomla installiert. Musste mit ein paar kleinen Änderungen, brachte sie zum Laufen. Das Layout hatte nicht gestimmt, das ist halt nach Bootstrap 2, aber mehr oder weniger ist eigentlich Weblinks, das für Version 3 geschrieben wurde, kann man so nehmen und in Joomla 4 installieren und benutzen. Ist eigentlich, werden das so ein bisschen als ein Testobjekt benutzen, dass wir da wirklich dann das Ganze mit Joomla 4 testen können, Joomla 3 und so. Ich denke, das wird dann so die Extension sein, wo sich das Ganze dann aufhängt. Ich werde an der Joomla World Conference werde ich eine Live-Session machen, wie man Weblinks dann zu Namespaces konvertiert. Das mal so als ersten Schritt, dass man sieht, was überhaupt auf einen zukommt. Nur so mal als Hinweis, es hört sich nach einiges an Arbeit an. Ich habe den Media Manager in einer Stunde auf Namespaces portiert, dass er auf Joomla 4 dann korrekt läuft. Klar, ich kenne mich damit aus, aber ich denke, das wird so wirklich eine Standardkomponente mit ein paar Views und Entities wird das eigentlich eine Sache von einem halben Tag werden, dass man da dann seine ganze Extension eigentlich auf eine Joomla 4 Codebase geswitcht hat. Was ist so die Google Maps Sachen zum Beispiel sind ja raus. Also, du musst das selber einbinden. Genau. Werden die irgendwie weitergepflegt, irgendwo wie Weblinks sozusagen, oder sind die komplett selbst gebunden? Also, die raus sind. Ja, ich glaube, der Grund war, dass sie nicht wirklich gebraucht werden und eigentlich auch nichts in einem CMS zu suchen haben. es gibt sicher bessere Libraries, die irgendwie OpenStreetMap integrieren als Joomla oder was es danach gibt, GitHub und so. Ich glaube, ein paar Libraries werden noch im Joomla Framework gepflegt, aber größte Teil ist dann, ja, die halt nicht mehr, wahrscheinlich auch nicht mehr aktuell sind, weil sie niemand braucht und niemand pflegt.
ist wirklich da, in diesem Bereich würde schon ein bisschen aufgeräumt. Woher weiß man, dass das niemand braucht? Ist das in den Statistik-Plugin mit erfasst? Nein, nein. Ja, es ist halt so ein bisschen wie FOF. FOF ist, glaube ich, in der 3er-Version. Ich weiß nicht, ob es läuft, ich brauche es nicht, aber ich habe so gehört, dass da irgendwelche Sachen kaputt sind und da werden keine Reports oder Issues dazu eröffnet und kann man irgendwie so ein bisschen davon ausgehen, dass das eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Was? Das läuft noch. Läuft noch? Okay, dann habe ich was falsch gemacht. Ich muss wieder zurückmachen. It's great that there is a method to create weblinks version 3 to run it on Joomla 4. So extension developers can use it as an example how to get their code compatible with 4. But is there also a weblinks version 4 that is totally written like how it should be? And the target is that at Joomla World Conference I make a live session, okay, and there I will convert it, and afterwards we should then have on weblinks a branch with a namespaced version, or at least a pull request. Mehr Fragen zum Backwards Compatibility? Also ich muss sagen, es ist im Entwicklungsteam ist das ein großes Thema. Ist wirklich, also bei den Pull-Requests und überall schauen wir sehr stark drauf, dass wir da nichts Unnötiges entfernen, das nicht entfernt muss. Wir fügen eigentlich an vielen Orten, markieren wir den Code als deprecated, aber fügen eigentlich die neue Funktionalität hinzu, sodass die alte dann noch läuft. Jetzt dann später, also wenn Joomla 4 released wird, wird es irgendwie einen Guide geben, so nach dem Motto hier, die Funktion ersetzt ihr am besten dadurch, die Funktion ersetzt ihr am besten dadurch und sowas? Also sowas wie ein Wiki-Artikel oder sowas? Also es gibt sicher Dokumentation, wo Backwards Compatibility, wie soll ich sagen, wo es einen Backwards Compatibility Break gibt. Ob dann wirklich jede Funktion, also vieles ist im Code dokumentiert. Wenn wir etwas als Deprecated markieren, dann schreiben wir da rein, bitte benutze das, oder es wird einfach entfernt, benutze sonst irgendetwas. Aber es sollte eigentlich wirklich auch im Code drin, wird es dann markiert, was man als Ersatz benötigen soll. Ja? Wie war das jetzt mit Modulen? Die funktionieren immer noch ohne Namespaces, also bleiben die kompatibel, wenn wir dann Joomla 4 haben. Genau. Sehr gut. Du kannst eigentlich wahrscheinlich jetzt schon Standardmodul nehmen und dann in Joomla 4 installieren. Das sollte nach wie vor laufen. Ja, ich muss den noch erstellen. Das also ist. Das ich glaube, das ist schon seit irgendwie 3.6 oder so drin. Ja. Ja, nur das ist eine der Ausnahmen, wo Sie das nicht mit reingebracht haben, von wegen, verwenden Sie lieber das, sondern da ist noch das alte dabei. Okay. Das wollte schon umstellen, weil wie Sie deprecated, dann kommt schon PHP Storm, aber ich habe das, was es ersetzt, nicht gefunden. Okay. Ja, dann muss noch ein Deprecate-Kommentar dran, ja. Sind noch mehr Fragen? Keine mehr? Ja? PHP Storms schafft es nicht mehr, in Joomla 3.8 Klassen aufzulösen. Also JFactory zum Beispiel. Weil wahrscheinlich der J-Register, also das Register, das alles nicht versteht. Gibt es einen Plan, das zu lösen, oder muss man das selber fixen? Es gibt ein Build-Skript, dass man eigentlich so ein Stub generieren kann, das die alten Klassen wiederherstellt. Ich habe das in einem Pull-Request kaputt gemacht. also respektive, die Klassen werden jetzt alle mit nur Kleinbuchstaben geschrieben, weil das Problem war, als ich JHTML genamespaced habe, kamen da auf einmal Error-Reports, dass es Leute gibt oder Extension gibt, die JHTML alles Großbuchstaben geschrieben haben.
Und dann muss ich da wieder die Backwards Compatibility garantieren, dass diese Klassen eben auch noch laufen, auch mit Namespaces. Und darum, aber es gibt ein Build-Skript, ich denke, das werden wir noch irgendwie fixen. Vielleicht kommt dann PHP Storm sogar, die haben ja da guten Joomla-Support, dass die das dann irgendwie reinbauen. Ich muss da mal mit Roland noch kurz ein bisschen chatten. The link for your slides is not working. Yeah. I know I need to put that up, I forgot. The presentation is online, so yes. Yeah. Move it from the laptop to the laptop, from the beamer to the internet. Genau. Ja? Er hat es, glaube ich, eben gerade gemeint, also wenn wir in Joomla 4 Module laden, dann haben die alle quasi, also die benutzen alle den gleichen Namespace, oder beziehungsweise alle den gleichen Scope. Den gleichen Scope, genau. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt ein neues Modul schreiben wollte, dann sollte ich mir sowas überlegen, wie ich meine eigene Funktion oder sonst was, um nicht von außen irgendwas mit reinzubekommen. Ja, also ich wusste das gar nicht, dass man von einem Modul auf das andere zugreifen kann. Oder würdet ihr vielleicht irgendwas machen, dass man das Modul quasi als eigene Instanz lädt und dann, also das selber sich als eigene Instanz lädt? Ja, man kann es. Oder nur durch Schmerzen. Ja, also. Man könnte das so in einem, was war das, so einem Function-Block dann... Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich so, also ich arbeite viel mit Modulen und wenn ich da reingucke, also was immer sehr, sehr gerne genommen wird, ist zum Beispiel Dollarzeichen HTML, Dollarzeichen TTL und Co. Also, da du es in deinem Modul selber definierst, ist egal, was von außen kommt. Ja, das gilt jetzt für mein Modul und wenn ich 20 andere habe, die ich auf der Seite einblenden lasse und zwei davon haben das gleiche HTML-Variable genommen, dann habe ich das erste Modul einmal oben angezeigt und das zweite Modul zeigt dann setzt da drunter. Ja, solange es mit Dollarzeichen HTML gleich ist, ist es kein Problem. Wenn dazwischen ein paar Punkte sind, dann ist es ein Problem. Mhm. Also, du machst irgendwie dir und bildest irgendeine Datei dann drüber ein, dem Modul. Und dann kann anders überschreiben auf dir, dann funktioniert das nicht mehr. Dann kriegst du Fatal Error. Ja, okay. Scheiße, ne? Ja, müsste man so eine Closure reintun. Und ja, wenn das wirklich ein Issue ist, ich war davon noch nie betroffen, aber wenn das ein Issue ist, dann sollte das sicher mit 4. Machst du einen Pull-Request? Danke dir, Robert. Schon einen zweiten. Die Issue aufgemacht vor 3 Jahren. Ah, okay. Nein, das ist nicht einfach lösbar, das ist das Problem. Das ist nicht sicher nicht mit einem ohne BC-Breaker. So, sind noch mehr Fragen? Ich hoffe, es gab mal so einen ersten Einblick in diese ganze Geschichte. Es wird da sicher noch viel Änderungen geben. Am Großteil ist mal gemacht. Ich bin dafür, dass Entwickler das schreiben, wenn was nicht geht, fixen die es. Genau. Ja, ich denke, mit einem einfachen Arbeitsvertrag sollte das schon möglich sein. Ja. ja, dann möchte ich mich recht herzlich für das Interesse bedanken und ich bin noch hier bis zum Rest der Konferenz. Wenn Anmerkungen, Fragen sind oder so, wünsche noch einen schönen Tag und danke.